Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind auf der Suche nach den Tres Amigos, also den drei besten Freunden. Da gibt es ja jeweils eine Medaille, Bronze, Silber, Gold für jede Stufe und es ist soweit, wir haben die drei besten Freunde erreicht, haben das gleich noch verbunden mit einem Mewtwo Raid, da ist nämlich mein kleiner Account Ivar Mild aufgestiegen mit Ivar Scharf jetzt beste Freunde. Dann hoffe ich, dass Iswo sein Geschenk aufgemacht hat mit seinem Elisa Huhn Account. Dann müsste der nämlich jetzt auch noch reinkommen. Und gleichzeitig gehen auch noch ein paar andere Sachen auf, glaube ich. Hyperfreunde sind noch zwei dabei, aber wir schauen das uns jetzt einfach mal hier an. Wir haben nämlich jetzt gerade das Mewtwo gefangen. 22,49. Ist gar nicht mal so schlecht. KP, beste, KP auf 15. Das war also der Raid. Und ihr seht, Ivar Mild, beste Freunde. Da kommt gleich die Medaille hinterher. Werde beste Freunde mit einem Trainer. Glückwunsch, die Bronzemedaille. Leo Sai und du seid Hyperfreunde. Gibt es nochmal 100.000 Punkte dazu. Eine Ewigkeit später. 6,5 Stunden später. Jetzt musste ich dem Iswo extra nochmal schreiben, der hat sein Geschenk noch gar nicht geöffnet. Jetzt habe ich nochmal reingeschrieben, ganz freundlich und nett. Mach auf, in der Hoffnung, dass er sein Geschenk jetzt aufmacht. In der Zwischenzeit werden wir nochmal reinschauen, denn wir hatten hier, glaube ich, noch einen markiert. Leo Sai ist aufgegangen, aber Defgott Lucia können wir noch annehmen. Wird dann auch noch zu einem Hyperfreund. Also gehen wir da raus, bam. Da müsste das jetzt wenigstens aufblinken. Oh, da kommt das Elisa Huhn aus dem Nichts. Elisa Huhn, du seid jetzt beste Freunde. Stufe 4 erreicht. Und die nächste Medaille, die Silbermedaille, werde beste Freunde mit zwei Trainern. Und da haben wir natürlich auch noch die Hyperfreunde, nochmal 100.000 für Defgott Lucia. 600.000 Erfahrungspunkte, also mit einem einzigen Ei plus 20.000 von dem Raid. Das ist doch genial, so muss man das machen. Hier nehmen wir nochmal was an, fertig. Und wir sehen uns. Ach so, und dann geht es morgen natürlich weiter mit dem dritten besten Freund und der Goldmedaille. Aber das dauert noch einen Tag, deswegen melde ich mich dazu morgen zurück. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, der nächste Mewtwo-Raid ist vorbei und das heißt, wir bekommen auch den dritten besten Freund dazu. Das müsste man jetzt hier gleich sehen. Das Glücksei läuft. 21.000 für den Raid bekommen. Und da kommt die Benachrichtigung. Geige und du seid jetzt beste Freunde. Also der dritte beste Freund ist hinzugekommen. Da müsste jetzt noch die Medaille aufblitzen. Bam! Goldmedaille. Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Werde beste Freunde mit drei Trainern. Ivar Mild, Elisa Huhn und Geige 01. Grüße gehen raus an Elisa Huhn und Geige. Das war eine gute Zusammenarbeit. Ihr wart die Ersten in der Liste. Sehr schön. Und da können noch viele andere kommen, wie ihr seht. Da sind viele kurz davor, auch beste Freunde zu werden. Es gibt noch saftige EP die nächsten paar Tage. Da wird noch ordentlich reingehauen. Und mal schauen. Wir werden das sicherlich irgendwo immer mal einblenden, wenn wieder was aufgestiegen ist. Das war's aber auf jeden Fall für diese Folge. Die nächste Goldmedaille ist im Sack. Und wir sehen uns natürlich wieder. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses.